Alter, wir haben uns vorher ein bisschen Kana gegeben. Das erste Mal habe ich Kana probiert vor 1,5 Jahren in Amsterdam mit meiner Freundin. Wir haben uns da von einem lokalen Headshop ein 10-faches Kana-Extrakt geholt und uns das direkt am Abend gegönnt. Das war übrigens auch derselbe Abend, an dem wir auch in der Sexshow waren, wozu es auch ein Video gibt. Anfang haben wir ein bisschen was durch die Nase gezogen, ein wenig später haben wir noch ein bisschen was oral konsumiert und noch ein wenig später haben wir ein bisschen was davon vaporisiert. Die Wirkung würde ich beschreiben als eine entspannte Sorgenlosigkeit und Leichtigkeit. Also im Prinzip ganz in Ordnung, aber die Wirkung war jetzt nicht so stark, was auch der Grund dafür war, warum wir es nicht bei diesem einmaligen nasalen Konsum belassen haben und noch nachgelegt haben mit einem vaporisatalen und oralen Konsum. 2 bis 3 Stunden nach der Einnahme war ich dann extrem müde, obwohl es noch gar nicht meine Bettgehzeit war. Ich gehe davon aus, dass das vom Kana kam. Kana kam. Insgesamt war die Wirkung so schwach, dass es fast als Placebo hätte durchgehen können, obwohl wir eigentlich gar nicht so wenig genommen hatten. Wollte aber dann nicht direkt ein Video machen, in dem ich sage, ja, Kana wirkt nicht so stark, ohne dass ich Kana eine weitere Chance gebe. Sonst heult ihr wiederum wie bei meinen Kratom-Videos. Vor ein paar Monaten habe ich es dann nochmal verdampft, diesmal in Kombination mit Gras. Obwohl ich, als ich es mit Gras mischte, nicht mal das 10-fache Extrakt hatte, kam mir die Wirkung sehr viel stärker vor als damals in Amsterdam, wo ich es nicht mit Gras gemischt hatte und das 10-fache Extrakt hatte. Es hört sich jetzt irgendwie nicht so glaubwürdig an, aber in Amsterdam habe ich es tatsächlich nicht mit Gras gemischt. In den nächsten Wochen habe ich dann mehrmals gelesen, dass Gras und Kana eine sehr beliebte Mischung sind. Ich kam also zu dem Schluss, dass ich es mit Gras mischen muss, wenn ich ordentliche Effekte haben will. Und vorletztes Wochenende spürte ich dann definitiv ordentliche Effekte. Das Ganze ereignete sich auf einer WG-Party um so 3 oder 4 Uhr, als nur noch 2 gute Kumpels von mir und ich am Start waren. Mir wurde also erneut ein bisschen Gras in Kombination mit Kana in meinen Vaporizer gemischt. Die anderen 2 streuselten ein bisschen Kana in ihren J. Direkt nach der Einnahme fokussierte ich mich auf andere Dinge und hatte nicht mehr so im Kopf, dass ich gerade Kana konsumiert hatte. Auf einmal dachte ich mir so, hey, eigentlich ist das heute eine richtig geile Party. Und dieses Gefühl, dass die Party nice ist, wurde immer stärker. Irgendwann saß ich wahrscheinlich mit so einem Blick da, mit den Gedanken, ja Mann, die Party ist so nice und ich habe gerade das Gefühl, dass sie noch viel nicer wird. Plötzlich realisierte ich, hey, die Party würde ja gerade gar nicht nicer. Ich habe ja nur vorher das Kana gedampft, welches gerade einkickt. Okay, subjektiv gesehen wurde die Party ja wirklich geiler, aber es nicht aufgrund von äußeren Einflüssen. Hallo? Hallo. Schau, ich hab dir ein Geschenk mitgebracht. Oh, cool. Soll ich mal die Kamera halten? Wir haben kein Klopapier mehr. Cooles Geschenk, oder? Und heute ist Feiertag. Scheiß Bayern. Warum haben die heute einen Feiertag? Ich bin selbstständig, der bringt mir die Feiertage in Scheiß. Ich war schon auf einem ganz geilen Level, aber diesmal wollte ich wirklich wissen, was Kana so kann, weshalb der eine Kumpel und ich uns nochmal auf jedem Nasenloch eine kleine Messerspitze mit Kana nasal gönnten. Anschließend waren wir erstmal richtig awesome drauf und haben uns nach jedem Satz einen abgelacht. Aber die Wirkung wurde immer stärker und stärker. Irgendwann musste ich mich hinstellen und das Zimmer auf und abgehen oder mich zur Musik bewegen, weil ich so eine innere Unruhe verspürte. Mein Kopf fühlte sich irgendwie auch komplett anders an. Der eine Kumpel und ich hatten dann teilweise sogar Koordinationsschwierigkeiten. Oh, meine Koordination leidet auch schon ein bisschen, gell? Bei dir auch? Ich meinte dann so zu ihm, aber es ist schon noch bei dir auch krasser wie das letzte Mal, oder? Als wir auf der Hütte. Kein Vergleich, Mann. Ja, vor allem, ich hab eigentlich sogar schon mal das 10-fache Extrakt davon genommen und das ist, aber trotzdem war das jetzt viel härter. Wir waren uns also beide einig, dass wir eine ziemlich starke Wirkung verspürten. Wie auf 2CB hatte ich einen ziemlich starken energetischen Bodyload, welcher sich aber etwas negativer anfühlte als bei 2CB,
weil dieses Gefühl gepaart war damit, dass ich mir so vorkam, als würde mein Körper die ganze Zeit zittern. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Körper da wirklich gezittert hat, weil mein Kumpel hat uns zu einem Zeitpunkt so gefragt, ob seine Backen krass zittern, und die haben nicht gezittert. Weil die Wirkung wirklich so stark war und ich das für dieses Trip-Bericht-Video hier festhalten wollte, machte ich das Handy an und filmte mit. Gerade fährt das End rein, gerade wird es zu End, gerade wird mir End warm. Und hab so ein krasses Gefühl im Kopf, ich weiß nicht, ob das... Zittrig ein bisschen, ja, positiv. Ich fühle mich auch so ein bisschen komisch zittrig. Nee, das sowas darfst du nicht sagen, Mann. Scheiße, habe ich vorher gefilmt? Ich weiß gar nicht, ob ich vorher gefilmt habe, Leute. Ja, das ist auf jeden Fall die Kombo. Das ist ultra intens, also... Ist es echt so intens? Nee, es ist nicht so... Also, man sagt ja, also es ist halt die Wirkung so von MDA ist viel heftiger, aber so der Bodyload, also man sagt ja, dass bei, ja. Bei 2CB so ein Bodyload gibt, und der 2-Bodyload, den ich gerade habe, der ist deutlich krasser. Ich möchte euch aber größtenteils von diesen Aufnahmen verschonen, weil diese überwiegend daraus bestehen, wie ich über Kacke und ihre Konsistenz rede. Ich muss, glaube ich, kacken. Mein Arschloch fühlt sich voll feucht an, so. Doch nach ein paar Minuten stoppte die Videoaufnahme, weil mein Handy im internen Speicher keinen Platz mehr hatte. Ich hatte eigentlich noch genügend Speicher auf meiner Speicherkarte und wollte dann die Videoaufnahmen dorthin verschieben, aber ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich so unruhig und hektisch drauf war und da einfach zu viel Ruhe und Konzentration gefragt war. Man sagt ja, dass Kana eine gute, legale Kokain-Alternative ist, und in der Tat verspürte ich an dem Abend so ein paar Kokain-Vibes. Zumindest wie ich diese Kokain-Vibes in Erinnerung habe, weil das war ja ewig her, als ich das genommen habe. Ganz kurz hatte ich die Befürchtung, dass ich zu viel genommen hatte, weil mir dann auch schlecht wurde. Ich fühle mich halt die ganze Zeit teilweise so, als würde mir schlecht werden oder als würde ich gleich Durchfall haben. Spektet einfach nur. Ist dir auch schlecht, oder was? Nee, ich hab's da hinten auf der Zunge raus. Hey, habt ihr hier irgend sowas wie Apfelschorle oder so? Doch die Übelkeit verging nach circa 10 Minuten und ein paar leckeren Schlücken von Fruchtsäften. Diese eher starke Wirkung hielt ungefähr nur eine Stunde. Wir gingen dann zu dritt draußen spazieren, wo wir noch eine gewisse Restwirkung genießen konnten. Also hauptsächlich eine Leichtigkeit und Euphorie. Wir haben dann noch die ganze Zeit darüber gescherzt, dass es so fucking witzig wäre, wenn die Polizei vorbeifahren würde, anhalten und dann das Fenster runterkurbeln und fragen würde: Hey, habt ihr Kana genommen? Ja? Okay, dann passt's. Nehmt aber nichts Illegales. So, als würde die Polizei wissen, was Kana ist, oder als würde sie erkennen, wenn wer auf Kana ist. Wir dachten uns etliche Variationen von diesem Szenario aus und fanden es einfach tausendmal witziger, als es in Wirklichkeit ist. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es nüchtern jetzt eigentlich auch noch ganz witzig. Am Tag danach war ich dann zeitweise sehr müde, aber da kann ich jetzt nicht genau sagen, wie sehr das am Kana lag, weil ich auch oft sehr müde bin, wenn ich am Tag davor Cannabis konsumiert habe. Bis auf die Tatsache, dass es mir teilweise wie eine Überdosis vorkam, weil es mir echt manchmal zu heftig wurde und mir schlecht war, empfand ich das Ganze als einen sehr unterhaltsamen Abend. Für die, die sich jetzt das ganze Video lang gefragt haben, hä, was ist Kana? Heißt es nicht Cannabis? Ich werde bald noch ein Infovideo machen zur Droge Kana. Wenn nicht, dann meint habt, dann auch ein Open Mind 3000 abonniert diesen Kabal.